Ein Jahr nach Hanau wünsche ich mir von der Politik, dass sie das Problem ernst nimmt. Dass sie alles tun, damit Menschen nicht mehr aufgrund ihrer Hautfarbe getötet werden. Ich lebe in diesem Land und seitdem ich zur Schule gehe, vergeht kein einziges Jahr, wo nicht jemand dafür getötet wird, dass er aussieht wie ich. Ich will, dass mal ein Jahr vergeht, in dem das nicht passiert. Und dafür seid ihr, unsere Politiker, zuständig. Um rechten Terror besser zu bekämpfen, müssen wir uns selbst organisieren. Denn diese Polizei schützt uns nicht, diese Politik schützt uns nicht. Wir müssen selbst in diese Rollen schlüpfen. In die Rolle derer, die mitorganisieren. In die Rolle derer, die diese Strukturen zwingen, endlich menschlich zu werden. Wir brauchen ein Ende des Verfaschoschutzes. Ein Ende der Polizei, wie wir sie kennen. Wir brauchen Defund the Police, die Stärkung der Sozialsysteme und des Sozialstaates und das Abbauen von staatlicher Gewalt, die einfach immer in den falschen Kontext reinkommt und uns einen Knüppel auf den Kopf hauen will, obwohl sie damit keine Probleme löst. Was könnt ihr tun, um zu helfen? Ihr könnt mit offenem Herz durch die Welt gehen und Menschen als Menschen wahrnehmen. Außerdem könnt ihr auf Demos gehen. Außerdem könnt ihr den Leuten in eurem Umfeld erzählen, was ihr alles schon erfahren habt. Und natürlich könnt ihr euch organisieren. Ihr könnt Vereine gründen, in Vereinen Mitglieder werden, Parteien gründen, Parteien pushen, spenden. Es gibt tausend Sachen, die in Deutschland erlaubt sind und ganz konkret sind, um euch zu organisieren. Und jede Stimme, die nicht organisiert ist, die zählt auch in diesem Diskurs nicht. Deswegen sammelt euch, sagt, was euch wichtig ist, schreibt es auf und bam, knallt es denen da oben in die Fresse. In diesem Sinne, Power to the people!